So, jetzt muss ich mal schnell hier hoch. Hopp. Hopp. Na? Höher. Geht's nicht höher? Ah, hier ist ein Fenster. Hopp. Hallo, du Bussard. Synchronisieren. So, wo ist der nächste Heuhaufen hier? Ah, und in diese Richtung. Patsch. So, da vorne ist das nächste grün. Kommst du mit? Kollege, ja. So, also bei Far Cry hätten längst alle mich abgeknallt. Rot bedeutet Tod. Was reparierst du da? Oh. Lalala. Vorsicht. Das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an hier vorbeischleichen. Vorbeischleichen? Wie denn? Was ist die Schleichtaste hier? Lieutenant Colonel Washington und indianische Verbündete greifen die Franzosen an. Der französische Kommandant de Jumonville kam dabei ums Leben. So. Warnungssperrgebiet. Es sind schon zwei Leute, die an der Scheibe rumlecken. Das ist meine Aufgabe nochmal. Was bedeutet der Pfeil hier? Soll das nur Norden sein? Quatsch. Unentdeckt bleiben. Belauschen, die zum Ufer begleiten. Okay, dann gehen wir mal zum Ufer. Lalala. Oh, sind hier viele. Das schon das Ufer? Meinst du das? Hopp. Willst du hier hin?
Kollege, sag mir nochmal, was wir machen wollen. Komm mit. Gehen wir. Scheiße, komm jetzt hier lang. Ich will noch mal in das Haus gucken. Wo das Sperrgebiet war. Unentdeckt bleiben, scheiße. Eingang? Was? Bleib da hier drinnen. Eingang des Lagerhauses unbemerkt erreichen. Okay, das kann ich wohl vergessen. Na, komm. Ah, du, komm, spring. So, komm, wir gehen noch mal kurz in den Busch rein. Ey, Quatsch. Den Heuhaufen. So, schön vorsichtig. Lagerhaus. So, also schleichen kann ich ja mal überhaupt nicht. Zugesperrt. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. Schlüssel. So, ab. War das jetzt gut?
Typ habe ich versenkt. Mist, Mist, Mist. So. Geh hier hoch. Na, das war dumm. Hier sieht es auch leichter aus. Auch mit dir. Hey, warte doch mal. Hast du zufällig einen Schlüssel? So. Dumme Sache, das. Scheiße, wie dumm bin ich nur? Oh, nicht ins. Das ging eigentlich daneben. Ich glaube, jetzt ist alles endgültig gescheitert. So, ja. Wir gucken mal. Oh! Wir haben's? Echt? Okay, ich kann mich überall durchprügeln. Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entschuldigung und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder ich schneid ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein. Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas! Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deine Körper! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Okay. Träger, gewöhnlich wie Dreck, Cutter. Und stolz darauf. Vielleicht hast du Glück und wirst ohnmächtig. Ich werde aber mein Bestes tun, dass das nicht passiert. Nur ein kleiner Schnitt und keine Ohren mehr. Wie klingt das, Mr. Church? So. Chirurg, wie geht's? Wer seid ihr? Evan Kenway. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Mr. Church. Doch nicht Chirurg?
Der Chirurg, doch. Fortschritt ansehen. Ah, ja, ist einiges schief gegangen. Oh. Da fliegt ein...